Hi Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie ihr seht, ich habe einen neuen Videohintergrund. Ich hoffe natürlich sehr, dass er euch gefallen wird. Ich konnte leider nicht im Wohnzimmer drehen, weil Manus Bruder gerade da ist. Und die beiden veranstalten einen Zockerabend und deswegen konnte ich da leider keine Videos drehen. Und ich dachte mir, ich versuche mein Glück mal im Schlafzimmer und eigentlich finde ich es gar nicht so schlecht. Ich weiß halt nur nicht, ob das von der Belichtung her so in Ordnung ist. Deswegen schreibt mir bitte euer Feedback in die Kommentare. Das würde mich so interessieren, ob euch dieser Hintergrund auch gefällt oder ob ich lieber wieder zum alten wechseln soll. Weil für mich ist es ja eigentlich ganz cool, wenn irgendjemand da ist, dass ich dann nebenbei hier meine Videos drehen kann. Ansonsten gab es ja gestern leider kein Video von mir, deswegen gibt es heute wieder zwei Gewinne in diesem Video zu gewinnen. Und zum einen ist das hier dieses GHT-Set. Das ist ein Glätteisen, das nennt sich Vintage Pink und das kommt in so einer Hülle, glaube ich. Ich glaube, das ist halt so ein Set. Ich habe da leider noch nicht reingeguckt, aber genau, so schaut das aus. Und dann könnt ihr zum anderen noch den ganzen DM-Haul hier gewinnen. Und Leute, ich kann das wirklich kaum heben. Das sind wirklich 10 oder 20 Kilo, ich schwör's euch. Oh, Leute, rettet mich bitte. Ja, also, Leute, ich kann es echt nicht hochheben. Das könnt ihr alles gewinnen. Oh, das war wirklich so schwer gerade, ne? Also, Leute, Manu hat es hochgetragen und er hat mich gefragt, ob ich noch ganz sauber bin, was ich da alles eingekauft habe. Ja, beginnen wir einfach mal mit der ersten Sache, die ich ja eigentlich für mich gekauft habe. Die werde ich mir aber definitiv selber auch nochmal kaufen. Und zwar ist das die BH Cosmetics Kali Bible Palette. Die ist ja wirklich so, so gehypt und jeder liebt sie einfach. Und ich wollte sie jetzt auch wirklich mal zum ersten Mal ausprobieren. Aber ich werde sie an euch verlosen. Deswegen gehe ich morgen direkt nochmal zu DM und werde sie mir kaufen. Die schaut so aus, also wirklich eine richtig, richtig schöne Palette. Und da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Das ist wirklich ein ganz tolles Produkt. Als nächstes habe ich hier so ein richtig cooles Set hier von L'Oreal. Da ist eine Mascara drin, das ist die Volume Million Lashes. Und dazu gab es noch einen gratis Eyeliner. Dann haben wir hier von Ebelin Ultra Sensitiv 20 feuchte Waschlappen ohne Parfüm und Farbstoffe. Die schauen so aus und die habe ich eigentlich ursprünglich für dieses 1-Euro-Video damals gekauft, was ich gedreht habe. Aber hier sind halt alle Sachen so mit dabei. Dann habe ich hier einmal von Balea noch das Shine Bright Like a Diamond Duschgel, Glamorous Nights. Genau, ich glaube, die meisten Produkte werdet ihr sicherlich auch schon aus diesem 1-Euro-Video kennen, falls ihr das schon geschaut habt. Dann habe ich hier von Balea eine Cremedusche, Rose Elegance. Die schaut so aus und riecht übrigens auch wirklich sehr, sehr gut. Dann habe ich hier noch eine tolle Seife von Balea, die nennt sich Cremeseife Golden Shine mit Vanilleblüten und Zitronenduft. Als nächstes habe ich hier eine richtig coole Palette von Essence und in die habe ich mich wirklich direkt verliebt. Schaut mal bitte, wie schön die aussieht. Und das ist die Winter Dreamin' Palette und die hat wirklich so wunderschöne Farben. Da konnte ich wirklich nicht widerstehen. Das sind ganz, ganz tolle Farben für den Alltag und ich finde die einfach mega. Und die gab es in der LE und deswegen dachte ich mir, die muss auf jeden Fall mit. Außerdem aus dieser Essence LE musste mit, das ist auch dieses Winter Dreamin'. Das ist ein Fluffy Snow Touch Hand Cream. Das ist eine fluffige Handcreme, fand ich echt mega lustig. Ich kann das auch mal aufmachen und euch zeigen. Oder nee, das geht nicht. Nee, lasse ich lieber zu. Also das ist wirklich so eine fluffige Schneecreme für die Hände. Und das fand ich echt so, so süß, dass ich gesagt habe, ich nehme das mal mit. Und das sieht wirklich aus wie Schnee da drin. Ja, und das ist eigentlich eine Handcreme. Dann machen wir weiter. Von Balea eine sanfte Reinigungsmilch mit pflegendem Aprikosenkernöl für jeden Hauttypen. Außerdem von Balea haben wir ein Deo und Body Spray ohne Aluminium. Das nennt sich Golden Dust und das schaut von der Verpackung her mega cool aus und riecht auch wirklich sehr, sehr gut. Außerdem von Balea ein Jeden-Tag-Shampoo, Toffee Love nennt sich das, für geschmeidiges, gepflegtes Haar ohne Silikone mit Karamellduft. Und das riecht wirklich original nach Karamell, Leute. Also der Duft, den finde ich echt super. Dann habe ich hier noch sowas hier gefunden. Das fand ich so, so süß. Und das gab es auch bei DM. Das nennt sich Creme de la Creme Body Lotion. Und so schaut es aus. Und ich fand es so süß. Dann haben wir hier von Balea ein Volumeneffekt Haarspray in der Stärke 4. Als nächstes gab es hier so eine Limited Edition von EOS. Das ist ein Zweierpack gewesen. Hat auch 10 Euro gekostet. Finde ich echt teuer, weil man spart sozusagen nichts. Ich kenne das ja immer so, dass man in diesen Sets immer irgendwas spart. Aber hier war es jetzt nicht der Fall. Und hier habt ihr einmal die Farbe Orange und einmal so ein Beige. Und ich glaube, da steht gar nicht die Sorte. Nee, also einmal Orange und einmal Beige. Als nächstes habe ich gekauft von Bilou. Die sind ja jetzt auch neu, glaube ich. So schauen die aus. Das sind diese neuen Handschäume. Und die sind auch irgendwie schmäler und richtig schön. Pflegender Handschaum. Sweet Hands nennt sich das Ganze. Genau, und dann habe ich noch einen Schaum von Bilou direkt mitgenommen. Mit solchen Sternchen. Dreamy Hands, genau.
So schauen die aus und wie gesagt, die sind ja jetzt neu im Sortiment und die musste ich unbedingt mal mitnehmen. Dann habe ich hier ein Tiefenreinigungsshampoo von Balea, Anti-Rückstände, genau, für alle Haartypen. Und das war ja auch mega günstig, das habe ich euch ja auch in meinem 1-Euro-Video gezeigt. Dann haben wir noch eine mega coole Palette hier von Shana XO. Das ist ja eine amerikanische YouTuberin und die hat auch mit BH Cosmetics eine Palette rausgebracht. Oder eine englische, ich weiß es gerade gar nicht. Auf jeden Fall kenne ich Shana XO, das ist ja diese Blonde und die habe ich sehr, sehr gerne verfolgt. Deswegen dachte ich mir, ich nehme mal ihre Palette mit. Ansonsten stand dann noch von Bella die Palette, aber die habe ich ja leider schon zu Hause gehabt. Und da der DM-Haul ursprünglich für mich geplant war und nicht für euch, ja, habe ich jetzt nicht diese Bella Palette mitgenommen, leider. Aber diese Palette könnt ihr auch noch gewinnen. Als nächstes habe ich hier einen BIM-Schwamm für, ja, die Füße. Also, falls ihr gepflegte Füße haben wollt, darf das hier auch nicht fehlen. Dann habe ich hier noch einen Augen-Make-up-Entferner von Balea und der ist ölfrei. Außerdem haben wir hier von Balea noch ein Rasiergel in so einer Reisegröße. Dann habe ich noch ein Erkältungstee für euch. Den habe ich euch ja auch in meinem 1-Euro-Video gezeigt. Aber kann man natürlich auch gut gebrauchen. Und ist ja auch von DM. Dann habe ich hier wieder ein Produkt von Balea. Und zwar ist es Micellen-Augen-Make-up-Entferner-Pads. Für wasserfestes Make-up. Und das schaut so aus. Und ich finde diese Pads eigentlich mega, mega praktisch. Weil wenn man mal auf Reisen oder so ist, dann kann man die echt super gut mitnehmen. Oh Gott, Leute, meine Tüte wird einfach nicht leerer. Dann habe ich noch ein Duschgel-Schokolove mit schokoladigem Duft. Auch von Balea, das schaut so aus und daran habe ich ja auch schon mal in meinem 1-Euro-Video gerochen. Und das riecht einfach so, so gut, Leute. Oh mein Gott. Dann habe ich hier noch von Blissex ein Labello, der schaut so aus. Das ist der Classic Daily Care. Dann habe ich hier noch so ein paar Masken für die Haare. Einmal von Alverde das Volumenserum und dann nochmal von Alverde das 5-in-1 BB Haarmaske. Die beiden schauen so aus. Und falls sich jetzt ein paar Leute fragen werden, okay, sie verlost ja den ganzen DM-Haul. Falls sich jetzt einige Leute wundern sollten und sich denken, hä, sie verlost doch aber die 1-Euro-Produkte in ihrem 1-Euro-Video, macht euch da keine Sorgen, Leute, denn ich habe schon alles doppelt gekauft. Also keine Sorge, die Leute aus dem DM-Video können natürlich zusätzlich zu dem Hauptgewinn diese 1-Euro-Produkte nochmal gewinnen. Also macht euch keine Sorgen, ich habe, wie gesagt, alles doppelt gekauft. Dann habe ich hier noch ein erfrischendes Waschgel mit Lotusblütenextrakt für normale und Mischhaut. Das schaut so aus. Dann habe ich hier noch aus der aktuellen Essence LA eine Lip Butter und die fand ich mega, mega süß. Das ist hier so rosa und drinnen sind da so Körnchen drin, habe ich im Tester gesehen. Also echt ein süßes Produkt. Dann haben wir hier noch von Dresdner Essence eine Badesalz. Das nennt sich Winterbärenbad mit Bärenduft und Mandelöl. Außerdem noch ganz unspektakulär Abschwingtücher von Balea. So Leute, dann habe ich noch einen haufenweise Masken gekauft. Einmal die Anti-Pickel-Maske von Schebens. Dann haben wir noch eine Limited Edition von Balea und zwar ist das die Be a Panda-Tuchmaske. Die finde ich so cool. Und die habe ich sogar zweimal gekauft, glaube ich. Ja, hier ist die zweite. Dann habe ich noch diese Limited Edition von Balea gekauft. Das ist die Be a Tiger-Tuchmaske. Die habe ich auch zweimal gekauft. Und dann habe ich hier noch einmal von Balea die Vital-Tuchmaske, reduziert Faltentiefe. Schaut so aus. Und dann habe ich noch zwei weitere Masken. Das sind aber auch Tuchmasken, genau. Von Salthaus. Die Marke ja, ist eigentlich relativ neu bei DM, aber gibt es halt auch schon länger, sage ich mal. Und zwar ist es einmal die Totes Meer Mineralien-Tuchmaske Anti-Age Protect und einmal die Totes Meer Mineralien-Tuchmaske Detoxing. Zellschutzeffekt, genau. Und die schaut so aus. Also ganz viele Masken könnt ihr auch noch für euch gewinnen. Dann haben wir hier von Balea noch ein erfrischendes Gesichtswasser mit Lotusblütenextrakt. Und ein weiteres Gesichtswasser, aber allerdings ein pflegendes Gesichtswasser ohne Alkohol mit Mandelblütenextrakt. Und das ist halt so extra für trockene Haut geeignet. Und ich hoffe, meine Kamera fokussiert das mal richtig und nicht mein Gesicht, sondern das Produkt, bitte. Hat aber, glaube ich, ein bisschen Schwierigkeiten, weil die Lichtverhältnisse hier, glaube ich, nicht die besten sind. Dann haben wir noch eine Dusche hier von TTZ. Das nennt sich Granatapfel-Magnolie und riecht auch wirklich sehr, sehr gut. Dann habe ich hier noch was richtig Geiles bei DM entdeckt. Und zwar ist das diese Bürste hier von Philips. Das ist eine Ionenbürste. Das fand ich so interessant. Einfaches Bürsten, sofortiger Glanz. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube, ich packe das einfach mal aus, um euch das zu zeigen. So, Leute, so schaut die Bürste hier aus. Also die hat keinen Stiel oder so. Und so schaut sie von vorne aus. Also wirklich total interessant. Und da muss man, glaube ich, auch Batterien reinmachen, damit die funktioniert. Als nächstes habe ich hier von Catrice, auch aus einer Limited Edition, das ist eine Lip and Eye Powder Palette.
Und okay, das kann man auch für die Lippen benutzen. Wusste ich, also hätte ich jetzt nicht gemacht. Aber das Produkt hier schaut so aus, also die Verpackung allein schon. Die ist wirklich so wunderschön, also mit diesem Glitzer. Und dann macht man das Ganze auf und das Ganze schaut dann so aus. Also die Farben sind auch wirklich extrem schön, metallisch. Und momentan ist ja dieser Trend metallische Lippen, aber irgendwie, ich weiß nicht, ob ich mich damit anfreunden kann. Genau, einmal dieses Produkt hier. Und aus dieser LE gab es dann auch noch ganz, ganz tolle Lippenstifte, die ich unbedingt mitnehmen musste. Und zwar schauen die auch so aus, allein schon die Verpackung, Leute. Schaut euch bitte diese Verpackung an, die ist so wunderschön. Also auch hier mit diesem Glitzer und einfach, ja, nicht zu übersehen. Und da habe ich einmal diese Farbe hier mitgenommen. Das ist hier so ein richtig schönes, ja, dunkles Rot mit Glitzerpartikeln drin. Und dann nochmal, wie gesagt, aus dieser selben Reihe nochmal zwei andere Lippenstifte in anderen Farben. Die haben, wie gesagt, auch dieselbe Verpackung. Das ist einmal C03 und C05. Die restlichen waren leider schon ausverkauft. Und ich zeige euch das mal. Das ist auch wie so ein bäriger Ton, aber geht so ins Lila-Stichige rein. Und ich hoffe, das kann man sehen, dass der auch Glitzerpartikel mit enthalten hat. Und der andere hat so einen Newton mit halt so einem Bronze-Einstich. Also halt auch diese metallischen Töne mal wieder. Aber wirklich sehr, sehr schöne Farben. Weil ich mag halt so glitzernde Lippenstifte irgendwie. Weil ich liebe es ja auch total, matte Lippenstifte mit einem Gloss aufzutragen. Und das sieht halt nicht so metallisch aus, sondern irgendwie, keine Ahnung, muss man halt mal gesehen und geswatcht haben. Dann noch eine Lippenpflege von Balea. Die schaut so aus. Und zwar ist es eine Lippenpflege Nude Kiss mit sanften Farbschimmer für zarte Lippen. Dann gab es noch neu von P2 Foundations, beziehungsweise eine Foundation. Und zwar ist das die P2 City Shield Foundation. Matt Foundation plus Concealer. Schützt, pflegt, hochdeckend matt, kein Maskeneffekt, ölfrei. Goji-Bären-Extrakt, Glycerin und Detox Fane oder so, was auch immer das sein soll. Keine Ahnung. Und das habe ich in der Farbnummer 2 und 3 gekauft. So schauen die aus. Dann haben wir hier weitere Produkte von Essence, auch aus dieser LE. Und zwar ist es ein 2-in-1 Highlighter in Blush Powder. Ich glaube, hier ist dann ein, genau, hier ist Highlighter. Das finde ich so cool gemacht. Also hier ist einmal der Highlighter und darunter befindet sich der Blush. Dann habe ich hier noch eine Handcreme, die schaut so aus. Das ist die I Take Care of You mit Johannisbeeren und Melonenduft von Balea. Dann haben wir solche Nagelsticker von Balea. Die schauen so aus, also wenn man halt so French Nails haben möchte zum selber machen. Dann habe ich hier alle Lip Liner von Essence gekauft, die es für 95 Cent gab. Also wirklich alle, einmal hier ein Nude, dann haben wir hier ein Dunkelrot, dann haben wir hier so ein Braun-Lila, also so ein Mauve-Ton, aber etwas dunkler. Dann haben wir so ein helleres Mauve, den liebe ich ja über alles, das müsste die Nummer 8 sein. Ja, und dann haben wir hier nochmal so ein ganz, ganz dunkles Lila. So schaut der aus. Und genau, die gibt es auch nochmal alle für euch. Und dann nochmal aus dieser LE von Essence kann ich euch auch nochmal zeigen. Das sind hier Inner Rim Eye Pencil. Also das sind halt für die Wasserlinie Kajal sozusagen. Einmal in hellgrau und einmal in nude. Dann musste noch dieser wunderschöne Lippenstift aus der Essence LE mit. Und schaut mal bitte, wie schön der ist. Das ist wirklich so eine wunderschöne Farbe. Ja, da musste der, wie gesagt, noch einmal mit. Und dann habe ich, glaube ich, gar nichts mehr von. Ach doch, hier noch einen Lippenstift von Essence. Und das ist einmal dieser dunkle hier. Ja, so schaut der aus. Ah nein, ich habe doch noch ein Produkt von Essence. Sorry für diese Verpeiltheit. Und zwar habe ich hier einmal dieses Wärmekissen für die Tasche. Das muss aber nochmal ausgekocht werden, weil das schon leider jemand gedrückt hat zum Probieren. Dann habe ich hier noch was von P2. Das ist auch neu. Ein Galactic Beauty Moonwalker, also ist das ein Multi-Use-Powder, also kann man halt für viele Sachen verwenden und das ist ein hauchfeiner Puder in zwei Farbtönen zu vielfältigen Anwendungen, steht hier hinten drauf, in der Farbe 010 Cosmic City und das Ganze schaut so aus, kann man halt schön zum Konturieren oder als Bronzer verwenden, das hier als Highlighter, ja, mega, mega cool. Und dann habe ich hier noch Lidschatten mitgenommen. Und immer wieder finde ich etwas von Essence, ne? Das ist ja unfassbar. Ja, ich habe doch noch etwas von Essence und zwar auch aus dieser LE. Das ist ein Color Correcting Powder und das fand ich echt, also mega interessant und schaut mal, wie das aussieht. Also wirklich so in voll vielen verschiedenen Farben. Ja, und dann kommen wir nochmal zu P2. Da habe ich auch aus dieser Galactic Beauty Serie diesen geilen Lidschatten hier noch mitgenommen in so einem Grün. Und dann gab es noch Lippenstifte neu und zwar Full Color Lipsticks. Und da habe ich einmal diese Farbe hier, das ist die 200 Give a Clue. Ich finde P2 hat auch immer so richtig coole Namen. Und die Farbe, die ist ein Traum, Leute. Und dann habe ich noch einen Lippenstift, den zeige ich euch mal.
Ah nee, sorry, das ist gar kein Lippenstift, sondern von P2 ein Pro Beauty Easy Touch-Up Concealer. Also das ist ein Touch-Up Concealer und der schaut so aus. Ich dachte irgendwie, das wäre ein Lippenstift, aber da habe ich mich irgendwie geirrt. Das sah echt aus wie so ein Lipgloss. Naja, auf jeden Fall habe ich dann hier noch einen Nagellack von Sally Hansen. Der schaut so aus. Ich fand den so hübsch. Schaut mal in so einem coolen Silber und auch dieser Stern. Also mega cool auch zu Weihnachten. Dann habe ich hier noch ein Produkt von Catrice und zwar Cosmic Body Sparkle Fluid. Also das kann man ja für den Körper benutzen, als auch eigentlich fürs Make-up. Also da ist so Schimmer drin, ne? Finde ich auch mega, mega cool. Dann gab es das hier noch neu und zwar Pretty Rose Hearts Haarparfüm von Schreckelmoon. Das gab es in noch einer Duftrichtung, aber das hier hat mir definitiv besser gefallen. Und dann habe ich hier noch zwei Nagellacke von Catrice mitgenommen. Und das sind solche Glitzernagellacke, die gab es auch neu. Und die schauen so aus, sind die nicht hübsch? Schaut mal. Und um diese Glitzertöne zu versiegeln, gab es natürlich einen Peel-Off Base and Top Coat. Also zum drunter und drüber lackieren. Das gehört halt, wie gesagt, zu den Glitzernagellack. Und dann habe ich hier nochmal von P2 aus dieser Galactic Beauty Serie nochmal ein Eyeshadow. Ihr wisst wirklich gar nicht, wie voll meine Tüte war, dass ich jetzt so ein bisschen durcheinander gekommen bin und euch alles so ein bisschen durcheinander gezeigt habe, aber das ist wirklich so ein wunderschönes Lila. Ja, lässt sich bestimmt voll gut mit diesem Grünton vermischen. Und dann habe ich hier nur noch drei letzte Sachen oder vier. Genau, vier sind es. Einmal ein Proteinriegel, der schaut so aus. Dann habe ich hier noch einmal das Tattoo Brow von Maybelline. Und das ist die Farbe, sage ich euch gleich, das war übrigens das letzte, was ich ergattern konnte. Das müsste, glaube ich, irgendwie das hellste sein, glaube ich, oder das zweithellste. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wo die Farbe steht, aber auf jeden Fall ist das dieser, ja, Brow Tattoo. Oder Tattoo Brow. Und dann habe ich hier noch ein Deo von CD, auch in so einer Reisegröße. Und zu guter Letzt dann noch von Balea eine Repair Pflege Express Kur für trockenes und brüchiges Haar. Genau, die schaut so aus. Und dann bin ich wirklich durch mit dem DM Haul und meine Tüte ist leer. Ja, ich hoffe, dass ich euch nicht so lange zugelabert habe, aber das könnt ihr wirklich komplett alles gewinnen. Genau, dann würde ich sagen, war es mit diesem Video. Ich hoffe natürlich sehr, dass es euch gefallen hat. Ja, macht alle fleißig bei der Verlosung mit und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch schon beim nächsten Mal wieder und bis dann. Ciao!